Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ja, Genli will immer noch Knusperlachs. Und was ich nicht erfahren habe, vielleicht erfahre ich das durch die letzte, weiß ich nicht. Mir fehlt der Tabanterweizen. Also, jetzt nochmal. Hier, also den. Wo ist er? Hier, ich habe ja zum Glück noch einen Maxilachs und Ziegenbutter habe ich auch noch. So. Maxi Knusperlachs, hey. Hunger, Hunger, ich will Knusperlachs. Nanu, was duftet denn hier so herrlich? Das kann doch nur eines sein. Knusperlachs! Ist der für mich? Bestimmt, oder? Guten Appetit. Yippie, vielen Dank. Ah, jetzt bin ich aber voll. Was für mein Versprechen ist? Tja, ich fürchte, ich muss dich jetzt einhalten. Eigentlich singe ich gerne, weißt du? Ich krieg nur so schlimmes Lampenfieber, wenn mir Fremde zuhören. Deshalb habe ich so eine Angst vor dieser Vorführung. Aber vielleicht wird es ja besser, wenn ich fleißig mit meinen Schwestern übe. Danke nochmal für den Knusperlachs. Etwas Leckeres habe ich lange nicht gegessen. Ich werde beim Üben alles geben. Also komm doch später, hörst dir an, ja? So, ich habe hier schon wieder die Katze, die gerade wieder versucht, an irgendwelche Kabel ranzugehen. So geht das nicht. So. Deswegen habe ich gerade versehentlich die Bombe gezückt. Jetzt fehlt noch eine Person, die hoch oben im Himmel ist. Also irgendwo hoch oben, deswegen gehe ich jetzt einfach mal höher. Und ja, ich war wieder ein bisschen fleißig. Ich habe auf der Karte ein paar Crocs markiert. Weil wir müssen... Also ich will auch mal wieder ein paar Crocs sammeln. Und deswegen, ja, ne? Hoppala. Wartet mal. Ich brauche mal meine Kletterkleidung am besten. Dann komme ich da... besser hoch. So. Aha. Hallo. La 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 lula la la li lula la. Das war die Rückkehr des Helden nach der Besänftigung des Monstervogels, Strophe 1. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, verehrtes Publikum. Was? Unsere Gesangsübung bei den Brüderfelsen? Natürlich habe ich das nicht vergessen. Aber meine Schwester Genli wollte unbedingt Knusperlachs essen. Dann mussten wir uns aufteilen, die Zutaten zu kaufen. Ich habe meinen Teil schon längst erledigt, deshalb übe ich jetzt hier ein wenig unser Lied. Ich hätte wohl Bescheid sagen sollen, ich werde schnell zu ihr gehen. Oh, du hast Genli ihren Knusperlachs schon etwas schon serviert? Nicht schlecht, du bist ja wirklich tüchtig. Oh, wow, sie hätte mir wahrscheinlich den Weizen gegeben. Ich Vollidiot. mit vollem Bauch kann sie jetzt kaum noch weigern, uns das Lied zu üben. Obwohl ich glaube, dass ihr Hunger nur ein Vorwand war. Gut, dann gehe ich mal zu den anderen. Nice. Haben wir jetzt alle? Ja. So. Warte mal. So, jetzt ist doch... Der Kollege hier, Wamedo, ist doch jetzt da oben. Ich teleportiere mich jetzt mal kurz rauf, weil das Klettern ist so eine Sache. Ne? Das ist immer... Wow, hier oben ist kalt. So, pass auf, ich war eigentlich jetzt wegen dem Krog kurz am gucken. Aber der ist anscheinend nicht so hoch oben. Boah, ich bin einfach zu doof. Hm.
Ja, wo soll der denn sonst sein? Näher ranzoomen geht ja nicht. Er kann doch nur da oben sein. Ach, lol. Hier hängt ein Ballon. Okay. Alles klar. Da hängt ein Ballon. So, dann schießen wir mal diesen Ballon da ab. Puff. So. Bevor wir jetzt zu den Brüderfelsen gehen, holen wir uns mal hier die beiden Kollegen, würde ich sagen. Okay, das ist ja auch ein interessanter Felsen da. Oh, da sind sogar irgendwelche Erze drin. Mal gucken, was. Ah ja, hier muss man wieder Apfel spenden. Okay. So. Ich bin wieder süchtig nach anderer Kleidung. Wow. Ich habe mich gleich mit weggesprengt. Das für ein paar Leuchtsteine. Oh Mann. Naja. Also. Ich mag jetzt Leuchtsteine nicht so besonders, aber naja gut. Ich brauche einen Apfel. Ich habe gar nicht mehr so viele davon. Ich brauche wieder mehr Äpfel. So. Dankeschön für diesen Krocksamen. Vielleicht schaffen wir es ja irgendwann mal wieder die Waffentasche abzugraden. Ich weiß gar nicht, wie viele Krocksamen wir brauchen, aber die 11, die ich habe, werden, glaube ich, nicht reichen. Das steigt ja ins Unermessliche. Okay. Hier ist so ein... Okay, darunter. Oh, das geht ziemlich schnell. Aber geschafft. So. Gut. Das wären doch jetzt mal ein paar Crocs wieder. So, wunderbar. Auch beim Brüderfelsen gibt es noch einen. Ich habe jetzt... Also, ich weiß gar nicht, ob der da direkt da war, aber irgendwo gibt es hier in dem Bereich noch einen Steinkreis. Und tatsächlich beim Drachen beim Sumpf gibt es auch einen. Ne? Und da hinten gibt es noch einen. Und da gibt es einen. Und da und da. Und ja, hier gibt es auf jeden Fall noch ein paar Crocs. Und ich sag ja, ich guck mich einfach zu wenig um. So doof das klingt, es ist so. Ach, die blaue Markierung hängt immer noch da hinten, genau. So. Ich müsste jetzt irgendwie darüber zum Brüderfelsen. Ich kletter am besten einfach mit Kletterkleidung gleich den Berg darauf. Klingt nach einem Plan. So. Die Blume wird jetzt mal gekonnt ignoriert. Wir brauchen schon Spurtfeilchen. Das wird aber knapp hier. Fuck. Ich hätte darüber gehen sollen. Nein. No. Rutsche ich jetzt wirklich ganz runter? Ja, bis hierhin. Wow. Okay, nochmal. Lalalala.
Stille. Man braucht Konzentration beim Klettern. Deswegen ist so ruhig. So, da haben wir irgendwie so Pilze, aber auch die ignoriere ich gekonnt. Bin ja auch doof, ne? Ich hätte jetzt auch Revali Sturm einsetzen können, um da hochzukommen, um schneller hochzukommen. Ha! Ich sollte diese Fähigkeit auch nutzen, wenn ich sie schon habe, wa? Ach ja, da hinten ist er, der Steinkreis. Ich kann mal hier die Markierung jetzt wegnehmen. Ja, jetzt ist nur die Frage, wo ist der Stein? Hier fehlt ein Stein. Ich brauche einen Stein. Hat jemand einen Stein gesehen? Stein. Hallo? Stein? Hier oben vielleicht? Nein? Nö. Ich kann keinen Stein erblicken. Das ist schlecht. Weil ohne einen Stein kann ich diesen Steinkreis nicht vervollständigen. Und ohne vollständigen Steinkreis kein Krog. Ist jetzt doof. Ach, guck mal, da stehen sie voll in der Reihe und jeder hat eine andere Farbe. Das fällt mir jetzt erst auf. Hoppla die Hoppla da. Oh nein, ich habe mich versungen. Ich möchte zuhören, ja. Okay. So, und was ist hier jetzt? Hier sind jetzt irgendwie mit Zahlen. Also irgendwie, das ist eine 3, 2, 5. Ja, das ist eine 1, eine 4. Hä? Ach, warte mal, das sind 5 kleine Vögelchen. Habt ihr irgendwie einen... Ne, habt ihr nicht, ne? Ihr habt keine Zahl irgendwie drauf. Okay, dann würde ich jetzt einfach mal vermuten, was ausprobieren. Da würde ich jetzt einfach probieren. Und zwar von links nach rechts gehe ich jetzt einfach mal, ja. Weil ist ja meistens von. Man zählt ja auch von links nach rechts, deswegen sage ich jetzt mal 1, 2, 3, 4, 5. So, da hat die blaue angefangen. Dann kamst du. Dann du. Dann du. Und dann du. Das würde bedeuten 4, 5, 3, 1, 2. Das ist jetzt mal so meine Vermutung. Also 4. Fünf. Drei. Oh, fast das Pferd getroffen. Eins. Zwei. Nö.
Ich bin verwirrt. Was sagt denn die Quest jetzt? Moment, in welcher Strophe sind wir? Ich muss noch mal neu anfangen. Möchtest du zuhören? Ja, bitte. Die blaue, die lilane, dann die grüne, dann rot und dann gelb. Ja, die machen immer dasselbe. Ich versteh's nicht. Was mache ich falsch? Was mache ich falsch? Ah, da ist der Stein. Okay. Alles klar. Dann wies mal den Krog. Passt so. Hier muss es irgendwie noch was geben. Mit den Pfeilen hat nicht funktioniert. Ist bloß Eier. Ich, es sind was könnte man denn noch machen? Könnte man denn noch machen? Allerdings vielleicht. Mit Wind arbeiten könnte man noch, aber dazu bräuchte ich einen Krogfächer. Bei Krogfächer habe ich keinen. Jetzt habe ich einen. Ja, das kann ich noch ausprobieren. Muss ich aber irgendwas rausschmeißen. Deswegen habe ich nie einen Krogfächer dabei. Drecksing einfach Platz wegnimmt. Wegen dem wieder irgendeine Waffe wegschmeißen muss. Das ist die einzige Idee, die ich noch habe, ist, dass man da Wind durchpustet. Also probieren wir es hier nochmal. So, warte. Ich glaube, dass die 4 hat angefangen. Aha! Okay, das gibt tatsächlich einen Ton. 4, 5. Dann die 3. Dann die 1. Ich sagte die 1. Und die 2. Wow.
Das war das Rätselslösung. Diese blöden Krogfächer, ne? Ah, guck mal! Nanu, seit wann ist dein Haus? Das ist kein Haus, das ist doch der Schrein, von dem der Häuptling gesprochen hat. Wie toll, dieses Geheimnis haben Brüderfelsen die ganze Zeit behütet. Das müssen wir Mama erzählen. Ja, schnell. Bis dann. Los, wer zuerst bei Mama ist. Ja, auf die Plätze, fertig, los. Oh, wie fies. Oh, die Kleine stolpert sogar. Oh Mann. Aber wenigstens sind die putzig. Ach, die Ornis hier. Ach, die Ornis, die sind putzig. Während sie in Wind Waker waren es noch irgendwie Mixturen aus Vogel und Mensch, jetzt sind es einfach komplette Vögel. So, und ich werde es wahrscheinlich bereuen, aber ich schmeiß diesen blöden Krogfächer wieder raus. Ich habe keine Lust auf Krogfächer. Das ist so dämlich. Da kommt so ein blödes Rätsel, da brauchst du einen Krogfächer. Jetzt brauche ich ihn wahrscheinlich wieder 3 Jahre lang nicht. Weil das Ding einfach... Nein, ich benutze es einfach nicht. Ich sehe keinen Grund dafür. So. Mal gucken, ob wir den Schrein noch schaffen in diesem Part. Wäre schön, wenn wir den noch schaffen würden. Würde ich sehr begrüßen, dass wir den noch schaffen. Soll ich zurückgehen, den Krogfächer holen? Wege des Winds. Oh Mann. Alter, wie hoch geht denn das? What the fuck? Was zum... Okay. Alles klar. Alles klar. Darauf war ich nicht vorbereitet. Sollte ich hier hin? Ich glaube ja. Okay, anscheinend muss ich einfach dem Wind folgen. Okay. Okay, okay. Kiste. Ah, hier ist mein Schlüssel. Okay. Nicht in die Stachel rein. So, da hinten war jetzt auch noch was, ne? Ah, hier ist noch eine Kiste. Ein Feuerschwert. Dafür ist in deiner Tasche kein Platz. Nee, will ich die Bade wegschmeißen? Nee. Hat das Feuerschwert Pech gehabt. Ah. Sag ja. Muss alle Crocs finden und einfach meine Waffentasche aufs Maximum ballern. Ist brutal. Oh Mann. Okay. Okay. Alles klar. Das war dieser Schrein. Lustig. Einmal gefailt, weil ich nicht darauf vorbereitet war, dass ich da mein Parasegel ziehen muss. Aber okay. Das, ja. Kann passieren. Gut. Dann kann ich mich in dieser Sequenz ja eigentlich schon mal von euch verabschieden. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Däumchen da. Ihr dürft mir auch gerne einen Kommentar schreiben, wenn ihr was loswerden wollt oder eure Meinung kundtun wollt.
Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal natürlich wieder dabei. Euer Onion sagt ciao, ciao, tschüss oder auf Wiedersehen. Macht's gut.